Hallo und herzlich willkommen, ihr Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zu der Fantasy League der DEL mit den Hamburger Freezers. Ja, ich hoffe, euch geht's Ihnen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage am letzten Spieltag gegen Nürnberg versuchen wir heute unser Glück zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings. Ich hoffe, mir ist das Glück gewogen. Die Vorteile liegen auf unserer Seite. Mal schauen wir mal, ob wir die Vorteile auch nützen können. So, Levis am Bulli. Verliert das Bulli gegen Schwenningen. Und gleich der erste Kampf. Oder Versuch eines Kampfes. Schwenningen penalty to number 4, Colby Roback, a 5-minute major for fighting and a game misconduct. Time of the penalties, 2 minutes, 13 seconds. So, jetzt. Nö, ja, und da kommt es ein Spiel so langsam viel. Ah, wo passt er denn hin? Da sieht man gerade den Topstalker der Schwenninger Wild Wings. So, Hili, hol uns das Bulli. Martin. Weiß ein bisschen komisch halt. Jawohl, Wolfhoden. Und macht das Tor. 1:0 für Hamburg zu
Hause. Von unserem Co-Kapitän vom HB. Vom Tiroler in Hamburg. Minute geblockt. Hervorragend. Mit einem 1:0 psychologischer Vorteil gehen wir in die Drittelpause und dann wieder aufs Eis. Jawohl, jetzt hat. Die Nummer 9. Unser Nummer 9, unser Cody schießt das nächste Tor. 2:0 für Hamburg. So, Levis. Und jetzt Bulli. Anschlusstreffer für Nürnberg, für Schwenningen. Da jetzt einer von unseren Jungs stehen müssen. Wie dumm ist denn das gelaufen jetzt? Jetzt haben wir eine 2:0 Führung verschossen. Aber hier die Nummer 19, der Tiroler schießt das 3:2 und schon ist Hamburg in Führung.
20, Christian Thomas. And by number 2, David Ohlstrom. Time of the goal, 12 minutes, 20 seconds. Jawohl! Und dann gehen wir wieder mit einem 4:0 in Führung. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wer war's denn? Der True was. Was uns passieren kann, kann in Schweningen auch passieren. Healy. Holt uns das Bulli, jawohl. Anschlusstreffer wieder. Schwenningen Goal, scored by number 22, Darren Oliver, assisted by number 9, Michael Blunden, and by number 25, time of the goal, 18 minutes 40 seconds. Jetzt geht's auf. Letztes gefährliches Drittel. Wir liegen in Führung, meine lieben Sportsfreunde. Ich werde alles darum geben, dass wir hier noch ein Tor schießen. Ich verstehe das nicht. Das gibt's ja nicht. Ja, das Vierer-Strategie funktioniert auch nicht. So, Healy. Find da kein Lucre. Jawohl, die Nummer 10.
unserer Nummer 10. Andrew macht es 5-4. So, Levis. Jetzt müssen wir intelligent spielen. Hamburg, Gott sei Dank, endlich ein Sieg, endlich einen 5-4 Sieg. In der regulären Zeit. Schwenningen hat einen dritten Star. Ich bin zweiter Star. Mit zwei Toren, ein Assist. Aber auch der einzige. Zwei Toren, ein Assist. Dann schließen wir das ab, jetzt bin ich neugierig. Vierter Platz müssen wir uns halten. Nächstes Spiel gegen Ingolstadt. Wir waren da mal kurzfristig auf Dreierweg sehen. Aber dann hat uns München mit einem Punkt überholt. Aber wir halten uns auf der 4, meine lieben Sportsfreunde. Auf der 4 halten wir uns. Gut, gut, gut. Der Tom ist noch Topstoker. Passt, passt, passt. Gut, wir sind auf der 4, wir sind immer nur im Rennen um die Playoffs. Schön, schön. Das war's, meine lieben Sportsfreunde, für diese Folge. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Fantasy League, der DEL, mit den Hamburger Freezers weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mal meinen Leitspruch nicht, in den Formen getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich
wie du da draußen doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund,